Nachdem der Hubert ein ganz alter Freund und Bekannter und Weggefährte vom Eberhard ist, muss jetzt unbedingt der Eberhard noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, weil ich gerade, da gar nicht gerade eingelangt. Also Hubert Gruber ist ein echter alter Sänger aus Landshut. Das kann man so sagen, der hat einen unglaublichen Liederschatz selber hat und dann immer wieder in andere Bereiche hineingeht, der mit der Triller damals begonnen hat, ungefähr zu meiner Zeit, dann mit einem Ensemble sofort bei Jedermann in Salzburg die ganze Bühnenmusik gemacht hat, einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Ne? Und das ist gut angekommen damals, ist sehr, sehr gut angekommen. Und der seit vielen Jahren auch da, wie heißt die schöne Burg? Trausnitz. In der Burg Trausnitz, ja. In der Burg Trausnitz ist ja immer wieder aufgetreten, so, aber als stilsicherer und wirklich historischer Troubadour und hat etwas vor allem auch gemacht, was für mich immer sehr wichtig ist. Es ist wunderschön, historische Musik zu machen. Aber wenn da nicht ein bisschen Affekt mitgeht, wenn man nicht versteht, das zum Leben zu erwecken, ist es verloren. Es ist überhaupt jeder Ton, den man Musik macht, der nicht lebt, der ist ein verlorener Ton und um den ist schade, den braucht man nicht einmal begraben, das ist weg. Nicht? Und das war bei ihm besonders schön, er hat das alles immer von vornherein mit Leben behaucht. Und ja, und so sind wir mal aneinander gekommen. Ich habe mal eine sozusagen unsingbare Sache gesungen. Das ist das kurze Epos vom König Laurin, 3,5 Stunden. Ich habe es übersetzt ins Neuhochdeutsche. Und weiß ich noch, dass er da dabei war und sich das alles hat über sich ergehen lassen. Und dann gesagt hat, ja, er hat einmal gemeint, naja, diese Epensänger, das war ja so langweilig und das musste man, da musste ja einmal ein Walter von der Vogelweide kommen und der musste was Lustiges auch dienen und Zeitkritisches dichten und so weiter. Und dann hat er mir persönlich das große Kompliment gemacht, na, er hat eigentlich diese Art des Epengesangs hat er nicht gekannt, denn die ist genauso, mindestens ebenso aufregend und schön wie die schönen Gesänge von Walter von der Vogelweide. Das ist das, was uns verbindet seit langer Zeit. Auch einmal bei einem Wettbewerb in Eckenburg, da ist die Gruppe gekommen und die hat dann Silber gemacht oder Bronze, Silber, ja. Silber, also die zweitbeste Auszeichnung gewonnen in Eckenburg. Und ich bin sehr froh, dass du gekommen bist und für uns spielst. Aber etwas sehr Gemeines möchte ich die Leute noch hinlenken. Nicht? Dadurch, dass er ein Zimmermann ist, ja, spielt er mit teilweise unfreiwillig verkürzten Fingern. Und das ist dieser alte Witz, nicht? 5 Bier für den Herrn Sägewerksbesitzer, ne? Aber er ist eben Musiker und er ist Künstler. Ich habe einen anderen, entschuldige, wenn ich den unterbrich, aber ich bin Tischler, wir haben in Österreich gesagt, oder Schreiner, ja. Und ich habe es irgendwann satt gehabt, immer einen rechten Winkel mit mir rumzutragen und ich habe mir gesagt, ich mache mir jetzt selber drauf. Ja, das ist ein eigener Humor, der ist natürlich noch viel, viel besser, gell? Ja. Und man sieht aber an dem, wie er die Finger einsetzt, dass die eben nicht die Finger hier selber tätig werden, sondern das ist das Hören und das Gehirn. Und das leitet die Künstlerschaft. Das Hören und die Reflexe, die das Hören dann im Gehirn hervorruft. Und wir freuen uns sehr darauf, was du uns bringen wirst. Vielen Dank. Ich wurde vor 10 Jahren ungefähr gebeten, einen Text zu vertonen für die Landesausstellung Bayern in Neuburg an der Donau. Und der Text hieß Adler und Löwe. Und ich suchte, wie es heute schon mal angesprochen wurde, nach einer passenden Melodie, die ich allerdings leider Gottes nur 2 Jahre älter gefunden habe. Also der Text, um den es geht, der stammt ungefähr um 1500, ein bisschen später. Und die Melodie ist von Colin Musset, einem französischen Trouvère, der also gut 200 Jahre früher gelebt hat als diese Geschichte, von der ich erzähle. Die Geschichte ist der Landshuter Erbfolgekrieg und was den Eberhard vielleicht freuen wird, dieses Manuskript, das noch unveröffentlicht ist,
ist in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien zu finden und es beinhaltet 9 Bilder. Sie sehen hier das erste Bild, insgesamt 9 Bilder. Damit Sie verstehen, wovon ich singe, habe ich versucht, die Strophen, das sind fast 50, so weit in Text zu fassen, dass man auch weiß, worum es geht. Ich kann es nicht so gut wie der Hans Hegner. Wo ist er? Aber ich habe es zumindest versucht. Und da ist er. Ich habe übrigens bei dir vor ungefähr 25 Jahren mal einen Kurs gemacht zum Kürenberg-Thema. Das war ein Tittmoning. Ja. Ja. Ja, ich habe dich auch nicht mehr erkannt. Ja, die alten Sänger werden bei uns groß geschrieben. Ja. Damit Sie ein bisschen auch wissen, ich hoffe, ich kann das in aller Kürze machen, worum es geht, der Landshuter Erbfolgekrieg, und ich komme aus Landshut, der entstand, weil es 4 Wittelsbacher Richtungen gab, also die in Straubing, die in Landshut, die in München und die in Ingolstadt. Und die um 1500 rum waren die beiden überlebenden Richtungen noch die in München und die in Landshut. Und der Landshuter Herzog, Georg der Reiche von Bayern Landshut, hat seine Frau Jadwiga von Polen 1475 geheiratet. Daraus entstand in Landshut auch später um 1900 ein Fest, das heute noch gefeiert wird. Dem verdanke ich auch den Umstand, dass ich mich für alte Musik irgendwann interessiert habe. Und diese Jadwiga von Polen gebar dem Georg einen Sohn und mehrere Töchter. Der Sohn starb leider Gottes schon als kleines Kind und es gab keinen Nachfolger. Er verheiratete seine Tochter mit dem Ruprecht von der Pfalz, das war der Sohn des Grafen von Kurgrafen von der Pfalz. Und Georg hat dann, wie er gemerkt hat, dass das Erbe nach dem Wittelsbachischen Hausvertrag nach München wechseln würde, verzweifelt gesucht, es irgendwie anders zu deichseln. Und hat dann seinen Schwiegersohn quasi adoptiert und hat seine Enkelkinder schon im Voraus, seine männlichen nachfolgenden Enkel vorab schon als seine Erben eingesetzt. Und darauf hat sich der Albrecht von München nicht eingelassen. Der hat den Maximilian angerufen, als Schiedsrichter sozusagen. Der Maximilian hat gesagt, was kriege ich von dir, wenn ich dir helfe? Dann hat der Albrecht von München gesagt, naja, Kitzbühel, Rattenberg und so weiter. Also das sind alles lukrative Sachen gewesen, Silberbergwerk und sonstige Dinge. Und das hat dem Maximilian gefallen. Und daraufhin kam es dann 1504 zum Landshuter Erbfolgekrieg. Interessanterweise muss man noch sagen, dass es einen Landtag gab, damals 1503, der also der Lövlerbund genannt wurde. Und da kommen wir auch noch zu einer Besonderheit. Alle Ereignisse in dieser Allegorie, könnte es auch anders sein, werden durch Tiere verkörpert. Also, oder alle Personen, die auftreten, werden durch Tiere verkörpert. Und der Maximilian ist der Adler, natürlich. Und der Ruprecht von der Pfalz ist der Löwe. Der Krieg dauerte dann zwei ganze Jahre. Es ist auch Nürnberg mitbeteiligt gewesen. Nürnberg bekam zum Beispiel durch den Krieg zum Beispiel Altdorf dazu, was vorher nicht dazu gehörte. Und lauter solche Geschichten. Ich will sie jetzt da nicht im Einzelnen langweilen damit. Aber damit man ungefähr Größenordnung hat, der Albrecht von München konnte ungefähr 60.000 Mann ins Feld führen und der Lövlerbund ungefähr 30.000. Und die bekämpften sich, einmal gewann die eine Seite, dann gewann die andere Seite. Und noch eine nette Anekdote nebenbei, Götz von Berlichingen verlor seine Hand in einer dieser Schlachten, der berühmte mit dem Spruch. Und zu allem Unglück starb Ruprecht dann auch noch während des Krieges an der Ruhr. Seine Frau, die Tochter von dem Herzog Georg, der also starb 1503, der war also dann, die war dann die Weiterkämpferin und es half allerdings alles nichts. Die Landshuter verloren
und verdanken daher diesem Umstand, dem glücklichen Umstand, heute nicht die Hauptstadt von Bayern zu sein. So ist es München geworden. Aber bis dahin war München und Landshut noch konkurrierend in der Vorherrschaft in Bayern. Die Ergebnisse, oder der Maximilian hat dann noch in Köln einen Rat einberufen, der dann auch den Kölner Spruch zur Folge hatte. Also diese ganzen Ergebnisse wurden dann eben in einem Spruch festgehalten und ja, so hat sich's dann eben ergeben, dass Landshut in einen Dornröschenschlaf versank für viele, viele Jahrhunderte. Und diese Allegorie möchte ich Ihnen jetzt vortragen. Er wird überall verachtet,
weil er sich selbst überhöht, entgegen dem, was Gott selbst eingerichtet hat. Anstatt sich zu fügen, zieht er los. Glück und Heil für den Adler! Ich glaub, Gott hat zur selben Stund erhört mein Wunsch aus rechtem Grund. Dann er ich von mir gab das Ding, verluft sich gar ein glücklich Schick. Nachdem der Junge was gestorben und sich der Alt auch hat beworben, um deren weder Woll und Stier, Balischken, Hund und ander Tier. Damit er wollt den Adler hohn, gejet auf das er möchten gohn. Sein Schach und Matt, darin er saß, dass ihm ein großer Kummer war. Und nun der Adler hätt vernommen, dass Hund zum Löwen waren gekommen, die diesen Schach matt wollten wählen und das Spiel ganz und gar verkehren. Doch hat der Adler nicht verzogen und ist zu seinem Pfauen flogen, getan recht als ein treuer Hirt, deshalb er hoch gepriesen wird. Der Seel und Leib setzt für sein Schaff, darum er ihn nimmt männigen Schlaf. Also hat er die Hund verehrt und sie den Schaf erst was gelehrt. Ich glaube, Gott hat meinen Wunsch zur selben Stund erhört und hat mich das Gedicht mit der glücklichen Geschichte erzählen lassen. Nachdem der junge Löwe Ruprecht von der Pfalz gestorben war, stellte sich sein Vater Philipp der Aufrichtige, Bär, Widder, Wolf, Stier und der doppelköpfige Basilischke Hund auf seine Seite. Er ist schachmatt gesetzt und möchte der Situation entkommen. Der Adler hört vom Pakt der Pfälzischen mit den Hunden, die den Spieß umkehren wollen und den Adler schachmatt setzen wollen. Daraufhin trifft sich der Adler mit den Pfauen, um einen Gegenplan zu schmieden. Er, der Leib und Seele für sein Handeln einsetzt, bereitet den Gegnern schlaflose Stunden und schlägt sie und lehrt sie somit das Schachspiel. Er hat ein merklich Zahl bereit, das selbst uns jedermaßen kreit, dass ihnen ihren Taten susen, man muss mit Jolden Narren losen. Sie haben geschrien und gelollen, das Geschrei ist weit und breit erschollen. Zu Lob und Ehr der Christenheit, Gott gibt dem Adler weiter Gleit. Dass ihr wie andern wilden Tier auch wird mit Freuden zahmen schier, das wird in Gott ein groß Gefallen, der ewig freit sich mit uns allen. Er hat sie gebrandschatzt, dass es viel Geschrei gab und ihnen der Kopf brummte. Sie haben geschrien und gelallt, das Geschrei konnte man weithin hören, zum Lob und zur Ehre der Christenheit. Gott steht dem Adler weiterhin bei, möge er auch die anderen wilden Tiere zähmen. Das wäre Gott gefällig und ewige Freude wäre mit uns allen. Nach Christgeburt in Urdenjahr, dazu 500 und 1000 zwar, ist dieser Streit im deutschen Land geschehen. Die Wahrheit soll ich euch verzehn. Und da die Widder und die Stier, Bären, Wolf und ander Tier, der Hunden Schrei und Löwen Klag, erhorten seiten sie ein Tag. Zum Basilischken kommen sie, der Löw was heimlich auch dabei, und hatten da ein Engespräch, wie das man solchsam Adler recht.
Der Stier, der meint, er wär so grimm, und wenn man hört, sind drohlich Stimmen, so wird man fliehen hinter sich, damit so käm der Löw zu Stich. Die Ochsen sprachen morgen früh, wir müssen schauen, wie man tue, dass wir nicht überherret wären, wir sind's uns gar verabt auf Ehren. Der Bär, der tät auch gar zu strecken, ich hilf der nächsten Schaden recken. So ist der Wolf auch gut im Spiel, denn er weiß Ulf ist und untreu viel. Der Baselisch rett auch dazu, durch ihn gesiegt schaff ich Unruh. Doch schreiend ätzlich treten fern, du Stier, du wieder Wolf und Bär. So wollen wir das Spiel erwehren und helfen unserem Freund und Herrn. Denn wo wir so nichts taten meiden, zum nächsten mussten wir uns leiden. Seit der Geburt Christi, also seit 1500 Jahren, besteht dieser Streit in den deutschen Landen. Ich berichte euch nun die Wahrheit. Widder, Stier, Bären, Wolf und andere Tiere, der Hunde Geschrei und des Löwen Klag erhob sich. Sie alle kamen zum Basulischken, sogar der Löwe war heimlich dabei, um sich zu beraten, wie man sich am Adler rächen könne. Der Stier glaubt, dass er so stark sei, dass der Feind fliehen würde und der Löwe den Sieg davon trüge. Die Ochsen möchten noch abwarten und überlegen, was zu tun sei, damit sie nicht den Kürzeren zögen und ins Hintertreffen gelangen. Der Bär ist auch mit dabei und der Wolf ist auch von gutem Nutzen, denn er ist listig. Der Baselisch sagt, durch mein Antlitz schaff ich Unruh und Stier, Witter, Wolf und Bären stimmen zu. So wollen wir unserem Herrn beistehen, denn wenn wir es nicht täten, müssten wir es vielleicht büßen. Du musst jetzt einen Schluck trinken. Wunderbar. Ich habe mein Bestes getan, um dir nachzueifern. Okay. Stimmt natürlich auch wieder nicht mehr. Begehen. Darum vermerk auch die Darnehm, als dieser Rat beschlossen war, so fuhrt sich damals eben das. Und Fahrt ein Falk zu ihnen kam, und als er solchen Rat vernahm, der sprach mit Namen, Herr der Stier, ihr seid drob und vernünftig Tier, dass ihr euch Löwen und der Hund annehmen wähnt um allen Grund. Der Altlöw ist in Acht und Bang und all ihm Helfer, Weib und Mann. So werden die Tierhund genannt, die Ketzer sind vom Glauben trennt und ausgeschlossen von der Schar der Kirchen, das ist offenbar. Ihr nun denen Hilf beweisen, mit Rat, mit Tat, Fuhr oder Eisen, so sind wir eben ihr gleich und horren nicht ans Heiligreich. Ihr wisst doch, dass es wieder Gott, den Schöpfer ist und sein Gebot, wer uns den Adler selbst hat gehen, dass er hier in diesem Leben. Fürwahr sag ich um allen Trug, er ist so hoch in seinem Flug.
und hat von Gott ein solig Gnad, der ihn verletzt in seinem Grad, dass er von ihm so kurz, so lang muss kommen unter seinen Zwang. Dann er hat die Gerechtigkeit, dass er handhab Allbilligkeit, auch Frieden und Recht in seinem Reich. Man findet kein Adler des Ab, man findet kein Tier des Adlers Krieg. Ich weiß nicht, wie es sich zugetragen hat, doch sei vermerkt, als dieser Beschluss gefasst wurde, geschah Folgendes. Ein Falke mit Namen Ongfart kam zu ihnen, und als er den Beschluss vernahm, sagte er, ihr seid sehr unvernünftige Tiere, dass ihr dem Löwen und den Hunden ohne jegliche Veranlassung helfen wollt. Der alte Löwe ist geächtet und im Bann, und auch all seine Helfer, Frau und Mann. Diese Tiere werden Hunde genannt und als Ketzer vom Glauben ausgeschlossen. Wenn ihr also mit Rat und Tat, Fahrnissen oder Waffen ihnen zu Hilfe eilt, so seid ihr ihnen gleich und gehört nicht zum Heiligen Reich. Ihr wisst doch, dass es gegen Gott und seine Gebote ist, der uns den Adler selbst als Herrscher hat gegeben. Fürwahr, ich sage euch, er ist der höchste Herrscher und hat die Gnade Gottes. Wer ihn nicht anerkennt als solchen, wird über kurz oder lang von ihm unterjochen. Denn bei ihm liegt die Gerechtigkeit, so zu handeln und für Friede und Recht in seinem Reich zu sorgen. Es gibt kein Tier, das ihm gleich wäre. Also, und sie des Adlers Tat, für Augen fast in ihrem Rat, und hat sich wieder heimgemacht, der Adler hat die Hünd geschnappt, und sie dem Löwen vorgeschwungen, das andere Tier auch wurden zwung, die ihm nicht wollen gehorsam sein, Gott gibt ihm aller Tugendschein. Als nur der Altlöw hat gemerkt, wie er sogar was überstärkt, dass er mit allen seinen Gliedern auch Wolf und Bären, Stier und Widdern sogar da nichts geschaffen kund, und hat verloren seinen Hund, da scharret er mit seinen Klauen und sagt, du Hirts und auch ihr Faun, ich wollt vor euch wohl winnen Ruh, wann nur der Adler schweigt dazu. Daher haben sie die Autorität des Adlers in ihren Beschluss einbezogen und sind wieder nach Hause gezogen. Der Adler aber hat die Hunde Schach gesetzt und sie dem Löwen aufgezeigt, sodass auch andere Tiere unterworfen wurden, die ihm nicht gehorsam waren. Als jetzt der alte Löwe merkte, dass er unterlegen war, dass er mit all seinen Verbündeten, selbst Wolf, Hund, Bären, Stier und Widder, nichts ausrichten konnte und auch noch seinen Hund verloren hat, da scharrte er mit seinen Klauen und sagte, du Hirsch und auch ihr Pfauen, ich möchte mit euch Frieden schließen, wenn auch der Adler damit einverstanden ist. Was dir bisher beschehen ist, hast du, O Löw, dir selbst gemacht, als der Gott und die Welt veracht. Dann Acht und Bann auch Widersatz, ist uns nicht meint ein kleiner Dratz. Und hättest du nach unserem Rat gehandelt ohne alle Missetat, und wärest bei der Tätiglin, die wir dir umhand lassen schrien, so wär dir das nicht widerfahren, damit Groß und dem Macht ersparen. Der Adler sprach ohne Argwohn,
Was dir bisher geschehen ist, hast du dir selbst zuzuschreiben, als der, der Gott und die Welt verachtet. Ächtung und Bann hast du dich widersetzt. Das war für uns kein kleiner Trotz. Hättest du nach unserem Rat ohne alle Missetat gehandelt und wärst du bei dem geblieben, was wir dir auferlegt haben, dann wär dir großes Ungemach erspart geblieben. Der Löwe, Adler, höchster Draht, es reut mich sehr, ich bin zum Gnad. Denn ich hab's bei so weit bedacht, als seither ihr mich habt geschafft. Und wenn ihr wennt, so bin ich matt, dafür hilft mich kein Schloss noch Stadt. Darum ich ergib hoch die Sache, dass euer Gnad selbst daraus macht. Was ihr gefehlt und eben ist, das soll von mir zu aller Frist und Auszug stets gehalten werden, da ich erkenne auf dieser Ehen. Fürwahr, dass ihr das Obristkopf von aller Männiglich sind gelockt. Darum lasst mich die Huld erwärm, so will ich euer Diener stern. Der Löwe sagt, o Adler, höchster Herr, ich bereue sehr und bitte um Gnade. Ich habe mich eines Besseren besonnen, seit ihr mich matt gesetzt habt. Wenn ihr es wollt, so bin ich schachmatt, da hilft mir kein Schloss und keine Stadt. Darum ergebe ich mich auch und empfehle mich eurer Gnade. So wie es euch gefällt, möchte ich mich unverzüglich fügen und anerkennen euch als Oberhaupt, das von allen gelobt wird. Darum vergebt mir und ich will als euer Diener sterben. Der Adler hoch in seinem Flug fällt handeln sicher ohne Betrug, damit kein Tier auf dieser Erd noch reden, dass er mitgefährt, da ihn Recht hätte fürgenommen. Darum hieß er zusammenkommen, gen Köln, aus Sachsen, Mainz und Trier, auch an der hochberühmte Tier, gar ordentlich darüber sitzen, das selbst und pflegen solcher Witzen, damit an fairer Schad und Klag der Hut wird, macht man den Betrag. Der Adler handelt recht als der oberste Herr, und damit kein Unrecht geschehe an irgendeinem Tier dieser Erde, heißt er auch andere hochgestellte Tiere aus Sachsen, Mainz und Trier zusammenzukommen, um Gericht zu halten in Köln, ausführlich mit Verstand darüber zu beraten, um dann gemäß des Schadens den Schiedsspruch zu fällen. Als ihr jetzt her nach Windenstone, darum erguft um allen Wohn. Angeklungen, das Loch am Liederbuch. Frau Zachmeier, habe ich vernommen, dass sie das Loch am Liederbuch genannt hat. Ja, das passt ganz gut. Spulen wir heute ein Lied aus dem Loch am Liederbuch. Eines, das viele, viele kennen, ein Gassenhauer, wie man auch so schön sagt. Ja. Ich springe an diesem Ringe. Ja, ja, das ist genau, ein Gassenhauer. Der Jodokus de Winsheim. Genau, genau. Und er hat noch einen Satz dazu geschrieben, so verfahre ich auch mit der Meinung, oder so ähnlich. Irgendwie in dem Sinn. Also, es kommen alle möglichen Fräulein drin vor aus den verschiedenen deutschen Landen. Schauen wir mal, bestimmt. Thank you.
ich spring an diesem Ringe des Besten, so ich's kann, vom hübschen Fräulein singe, als ich's gelehrt hab. Ich reite meinem Lande, so sag ich meiner Hande, so ich die Fräulein fand. Die Fräulein von Franken, die sieh ich allzeit gerne, nach ihm stehen mein Gedanken, sie geben süßen Kerne. Sie seien die feinsten Birnen, voll Gott soll ich ins Wirmen, spinnen wollt ich lernen. Farben, die haben dünnen Haar, so dürren's frisch nicht wagen, sie spinnen über Jahr. Der in den Flachs will swingen, der muss sein Geringe, das sag ich euch für wahr. Die Fräulein vom Rheine, die lob ich oft und dick, sie sind so hübsch und feine und geben freundlich Blick. Sie können Seilen spinnen, die neuen Lieblein singen, sie seien der Lieb ein Strick. Sachsen, die haben Scheuren weit, dorin der Postmann flachse, der in der Scheuren leid, der in den Flachs will fossen, muss haben ein Schlägel drosse, dresche zu aller Zeit. Die Bäuerlein von Bayern, die können kochen wohl, mit Käsen und mit Eiern, ihr Kuchen, die sind voll. Sie haben schöne Pfanne, weiter dann die Wanne, heißer dann ein Kohl. Fräulein soll man hofieren, als Zeit und weil man mag. Die Zeit, die Bumme schiere, es wird sich alle Tag. Nur bin ich worden alte, zum Wein muss ich mich halten, all die weil ich mag. Ich bin froh, dass nicht alle so gut Mittelhochdeutsch können hier. Ich habe das einmal an der Universität gesungen in Wien und die Assistentin des Herrn Professors hat gesagt, na, Sie trauen sich pornografische Lieder zu singen. Naja. Aber es ist eines der schönsten, es ist das älteste deutsche Tanzlied, ungefähr 1460. Ja, der Ludwig Senfel war dann ein bisschen später, aber der hat auch ein ganz interessantes Lied geschrieben, es wollte eine Frau zum Weine gehen, weil es ist ja, man meint immer, die Frau sei nur unterdrückt gewesen im Mittelalter, aber der Text, der sagt was anderes.
Ja, und zum Schluss, ich glaube, die Zeit ist auch schon weit fortgeschritten für das Essen. Ist schon da wahrscheinlich. Ja. Aber dann singe ich jetzt noch eins, das du an der Universität dann auch nicht singen hättest dürfen. Mhm. Von Arndt van Eyck. So 1519 ist das rum. 1519 rum, geil, ist blöd, wenn man es sagt. Um 15. Hätte man das 1519 oder? Okay. Ein Power gab sein Sohn ein Weib. Früher habe ich noch ein bisschen Kontratenor singen können, da war das dann noch mit verteilten Rollen ein bisschen schöner, aber nun bin ich worden alte. Ja, ja. Ein bisschen Stimme, der mal auch noch, auch wenn es das letzte ist. Schön, das war so eine richtige fürstliche Unterhaltung. Zuerst das Strenge, das Epos mit Moral und mit Heldentum und Glauben. Viel Glauben dabei, ja, wie ich ja gesagt habe, ne, das Christentum war die gleiche, die ebenso als Ideologie verankert wie
wie in der Sowjetunion der Kommunismus. Das ist etwas, was man immer wieder vergisst für diese Zeit, die wahnsinnig, wahnsinnig in diese Bereiche hineingespannt ist. Und das war teilweise positiv, teilweise auch natürlich gefährlich mit den ganzen, diese Zeit beginnen dann schon die Hexenverfolgungen. Das kommen dann gleich nachher. Aber ich bin froh, dass du das andere auch gesungen hast, diese anderen schönen, wirklich lustigen Lieder. Ja, es ist so wichtig, die Leute haben sowas singen müssen, denn sonst wären wir sicherlich nicht auf der Welt. Ja. Wie war? In diesem Sinne, gut, danke schön. Danke. Danke schön. Vielen Dank.